Ja, hi und willkommen, mein Name ist DanLiroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Survivor. Macht denn jetzt so viel Krach, Mann? In der letzten Folge sind einige Sachen abgegangen. Wir haben den Kompass zu Dinges gebracht. Wie ist der Kollege nochmal hier, der jetzt mal gestorben ist? Spoiler. Cordova, mein Gott. Und ja. Der hat den Kompass repariert, aber ja, dann hat Boot uns verraten und das Imperium hier auf uns gehetzt. Wir versuchen ja alle zu fliehen. Kerl hat Boot verfolgt, versucht ihn zu erledigen, hat sich aber den Kopf aufgestoßen und liegt irgendwo im Nirgendwo. Und wir spielen jetzt hier gerade als Seer und wir kämpfen hier gerade gegen Darth Vader, ne? Nicht leichter als das, ne? So, ich habe schon wieder eine Woche her, seit ich gespielt habe, also wieder perfekte Voraussetzungen. In den Bosskampf reinzugehen, ne? Wenn die einfach vorbei. Ah. Möchte ich hier einfach so anziehen? Ne, ne. Man hört den sein Geatme im Hintergrund. Ach, man kann den hören, oh Gott. Gut, ja, gucken wir mal, wie er abläuft, ne? Kann ich einfach so einen Sprungangriff machen? Ne. So, ich habe mir meine Aufnahme mal so angeschaut und so ein krasses Moveset hat der eigentlich nicht, ne? Weil er ist ganz schön langsam, weil naja, Darth Vader halt, ne? Also meine Strategie ist jetzt einfach hier reinzugehen, eine Combo reinzuhauen und dann direkt wieder zurück. Das scheint sogar zu funktionieren. Aber Problem ist, der trifft mich einmal und ich bin weg. Oh, ich habe das vergessen. Für aber wetten, dass ich den jetzt innerhalb von 5 Minuten erledige. Ne, das ist ja immer so. Sie haben schon wieder so, dass ich den Kampf hier irgendwie 10 Stunden lang geübt oder so, ne? Ah. Ja, aber ich habe schon in meiner Aufnahme gemerkt, ja. Ich kriege immer so eine Combo rein. Dann greift der an und dann muss ich einfach nur ausweichen. Na, gucken wir uns mal die Katze hier nochmal an. Nein, na, die Archive. Oh. So, hier, bis hierhin haben wir jetzt immer noch geschafft, ne? Au. Also, ja, klappt. Ja, ich glaube, diese eine Strategie funktioniert nicht mehr. Mit seinem Atemgeräusch, wenn das Ding kaputt ist. Oh! Ich schaffe den jetzt beim ersten Mal. Okay. Doppel. Ah! Er soll sein Schwert lieber nicht aus der Hand werfen. Ihr seid stärker geworden. Nein. Ich habe mich nur von meiner Angst losgesagt. Das wird sich zeigen. Ihre Schwerter noch positioniert hatten. Sobald Darth Vader irgendwie auf dem Screen ist, hat man direkt Angst um jeden Charakter, der involviert ist, ne? Ah ja. Gut, er ist ganz sicher tot. War ein harter Kampf, aber haben wir innerhalb von 5 Minuten geschafft, kein Problem. Gut. Ich will noch mal nah genug dran gehen, um zu bewundern, wie ich ihn erledigt habe, ne? Und ja. Gab es eigentlich in Rebels auch so eine Szene, wie so ein Raumschiff von sich? Ja, das ist der Moment, in dem es hier gedacht hat, ja, ich werde ja vielleicht nicht lebend raus schaffen. Oh Gott. Sinnlos. Gott. Aua. Aua.
Das war ein Schlag. Komm. Ich darf mich nicht ein einziges Mal treffen lassen. Das gibt es nicht. Boah. Warum hatten die so wenig HP, Mann? Was soll ich dagegen machen? Da weiß er gar nicht. Ich habe das letzte Mal schon gesagt, der ist gar nicht so schwer. Der hat halt. Hey, so Kombo scheint ja zu funktionieren, ne? Oh, da wollte ich eigentlich. Ich dachte eigentlich, sie macht so einen Sprungangriff. Ja, und ich bin tot. Cool, okay. Ja. Wenn ich nicht auf Großmeister spielen würde, dann wäre da viel einfacher der Kampf, weil ich halt überlebe ein paar Mal. Ja. Ich bin tot. Ist eigentlich auch Macht regenerieren, wenn sie das einsetzt. Ah, Kreis. Ich will die ganze Zeit X drücken, so wie in Genshin. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, warum ich den Sprung gemacht habe. Mein Gott. Oh Gott, wie bin ich da ausgewichen? Wie bin ich da ausgewichen? Einfach von den Lang abgebrochen. Nein. Ah, mein Ohr juckt. Oh. Mein Gott, ey. Komm her. Mein Gott. Das nächste werde ich nicht schaffen. Na, verdammt. Au. Ja, die Runde wird nichts, glaube ich nicht. Oh. Ja, so viele Angriffe. Ja, ich bin tot. Lass mich die nächste Phase ein bisschen scouten. Ja, jetzt bin ich sowas von tot. Habe ich mal ein bisschen mehr Stims hätte, ne? Gott. Das sah aus wie so eine. Das sah aus wie die Kombo aus den Dings hier aus dem. Aus Rogue One. Den ganzen Blasterschüsse abgewehrt hat. Mein Gott. Ha! Ah Gott. Ich habe immer das gleiche Problem. Ich setze diesen Doppelausweich ein und dann bin ich halt so eine Sekunde lang. Ich setze mal den hier ein. Und dann kann ich mich eine Weile lang nicht bewegen. Ne? Ich müsste öfter den hier machen. So antippen. Wenn ich ein paar mehr Heildinger hätte, ne, und nicht mit einem Schlag drauf gehen würde, dann wäre der Kampf viel einfacher. Oh mein Gott. Oh mein. Ich bin sogar am Blocken, ne? Das ist die Sache. Ich bin am Blocken, aber das bringt nichts. Und ich heile mich noch nicht mal voll. Cool. Oh, komm her.
dachte, ich wurde da wieder getroffen. Nein. Ah, nicht gut. Ah, vielleicht doch gut. Huuuuh. Bonk. Hey, Wurf dauert so lange, ne? Wenn der Wurf nicht so lange dauern würde, ne? Ich glaube, Machtschub bringt auch gar nichts gegen den, ne? Werde ich wieder. Kann ich die Meteoriten auf den zurückwerfen? Wow. Ah, komm. Kollege. Ja. Oh. Komm, wir machen einen auf Dengara. Starten den Kampf. Ich wollte ausprobieren, ob ich das mal so schießen kann, aber der haut mich immer am Boden erst. Ja, der braucht mal ein bisschen, bis er sein Ding fängt. Sein Schwertchen. Dann kann ich ihn immer angreifen. Wie werde ich da manchmal nicht getroffen? Ich verstehe es nicht. Er ist irgendwie die gleiche Pose, die Ben Kenobi und Vader hatten, habe ich so ein Gefühl, wenn ihre Schwerter so gegeneinander halten. Ne? Nein. Aber das ist der Angriff, der mich jetzt getötet hat. Ha. Gott. Ich bin tot. Ich habe mir fast gar nichts abgezogen, ey. Na, oh, ich habe mich gerade geheilt, Mann. Oh. Komm schon. Ah, so ist der Kampf ja nicht so weit. Ey. Mein Gott. Nein. Oh. Ist so blöde, ne? Ach. Na, warte du. Aber ja. Ich, manchmal schaffe ich das dazwischen anzugreifen, manchmal nicht. Da. Die erste Phase ist ja voll puppig, ne? Einfach nur angreifen, ausweichen. Das ist die Dark Souls Strategie. Angreifen, ausweichen. Jedes Mal muss ich das hier machen. Mein Gott. Man greift doch mal mehrmals an. Einfach vom Bein, einfach vom nahen Schwert ins Gesicht geworfen. Gott, wie wurde ich da nicht getroffen? Na, so stylisch ausgewichen, ne? Einmal beide die gleiche Idee, Vader. Ah. Ah. Nein, ich kann nicht so weit werfen, Mann. Ah. Ja, wann kommt die nächste Phase? Die Hälfte, ne? Und da muss ich immer noch die Hälfte von ihm abziehen, ne? Boah.
Ah. Ihr seid stark. Das war positiv. Obi-Wan und Vader hatten, ne? Die sich so gegenüber traten, glaube ich. Ja, ich geh weg, tschüss. Also Terminator-Modus, ne? Terminator. Ah, ich bin sowas von tot. Okay, sie heilt sich aber auch ein bisschen ihrer Macht hoch. Also Gefühl, ne, hat nicht geklappt. Aber der greift weiter an. Komm schon. Oh, ja, ist klar. Komm schon, willst du mich verraten, dass ich hier all seine AP abziehe? Ah! Da muss nur ein seinen blöden Meteoroiden auf mich schießen, dann bin ich weg, ne? Ich greife nicht mehrmals an. Ich krieg seine Ausdauer runter. Nein, 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 komm, 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 komm. Gott. Boah, ich hatte seine Ausdauer fast runter, ne? Ich wollte gerade mal nicht verwerfen. Ich habe keine Heilung mehr, sehe ich gerade. Das ist so frustrierend, ne? Habe ich hierhin gehabt? Gib, ey. Ist er wieder kurz davor, seine Dings hier. Ich krieg den nichts an Schaden rein. Und immer wenn ich in seiner Ausdauer kurz davor bin, komm. Oh, ich bin tot. Mein Gott. Immer wenn ich dabei bin, seine Ausdauer runterzuhauen, ne? Oh. Immer wenn ich davor bin, in seiner Ausdauer wegzuhauen, so kurz davor bin, dann macht er wieder irgendwas und dann... Dann komme ich nicht... Dann komme ich nicht an ihn heran. Ich liebe ja diese Linie, die man bei ihm zieht. Ah. Ich bin wieder so gut wie tot, ne? Aber gar nichts cool. Ja, vielleicht kann ich das mal einsetzen, ne? Ja, er ist aber wieder so schnell wieder auf dem Bein. Bah. Lord Vader, heben Sie sich. Bin ja schon überrascht. Aber das hat sie ja einmal schon geschafft, ne? Im ersten Teil. Am Ende. Dass sie ihn irgendwie so zerquetscht hat oder so, ne? Ach, komm schon, Mann. Der ist zu still. Diese ganzen Machtangriffe bringen gar nichts. Boah, bin ich wieder tot. Okay. Ja, da wird eine Weile dauern, habe ich so ein Gefühl. Mein Gott, ey. Naja. Ja, mehr hiervon bitte. Ich krieg so eine Dreier-Kombo hin mit dem. Ja, jetzt kommt wieder das hier. Langsam weiß ich dann auch, wenn ich. Boom. Also genug. Na.
Aber am Ende macht er nicht mehr diesen Angriff. Ich kann ihn dann nicht dazwischen angreifen. Oh. Versuch mal zu blocken. Ne, funktioniert nicht. Warum schützt du mich eigentlich weg, wenn du mich sowieso direkt wieder nach anziehst? Was soll ich mal warten, bis er angreift? Ja, super. Ja, hat fast geklappt. Ah, sehr gut. Ah, nicht gut. Ich heile mich mal. Oh Gott. Oh, da war ich unverbreitet. Boom. Da. Ah. Hörst du mich als erstes an? Oh Gott, zum Glück ist die nächste Phase eingetroffen. Er hat mich gleich getroffen, wahrscheinlich. Ja, mittlerweile weiß ich, wenn du leuchtest, dann machst du deine Dings. Gott. Okay, ich überlege gerade, wie ich das hier angehe. Nein. Nein, 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 nein. Oh. Der macht mich mit seinen ersten beiden Angriffen schon fertig, bevor er mit seinen super starken Angriff kommt. Ey. Der macht eine Dreier-Hit-Kombo und macht mich schon mit den ersten beiden Angriffen fertig. Ey. Das ist auch unfair. Boah, wie kannst du von hier aus bitte schon blocken? Vielleicht sollte ich mehr blocken versuchen. Ich habe Angst irgendwie zu blocken. Hat bei mir nie funktioniert. Ja, vielleicht soll ich das eher machen. Ja, versuchen wir mal. Ah, der macht aber so viel Schaden mit einem Ding. Nein. Da kommen wir ein Stück. Ah. Okay, neue Strategie anscheinend. Ne? Na, versuchen wir mal, ob das so klappt. Ich bin gesprungen. Nimmst mich auf den Arm. Ihr vergeudet eure Zeit. Na, warte. Nein. Ah. Ah. Ah, ich wollte gar nicht greifen. Ah, war nicht schnell genug. Oh, da ist noch schnell genug abgewehrt, klar. Ja, ich glaube, Blocken ist irgendwie mehr hier so, ihr seid stärker, was ich gebrauchen könnte, ne? Aber jetzt kommt er mit seinen ganzen Kombos und so an, ne? Kann ich ihn nicht einfach wegschubsen? Hör auf, meine Bücher auf mich zu werfen. Ah, der Weg dahin ist immer so anstrengend, ne? Also nicht der Weg zu Vader, aber der Weg überhaupt zu dieser Phase zu kommen, weil alles so lange dauert, man. Und pinkeln muss ich auch noch. Es könnte es nicht noch schlimmer sein, ne? Und irgendwie scheine ich gar keinen Block hier Ausdauer zu haben. Ach.
Wir haben schon nicht. Ich will wenigstens heute schaffen. Ey. Ich wollte eigentlich gar nicht so heute lange aufnehmen. Ne? Ich wollte einfach nur hier kurz fertig den Vader fertig machen. Ne? Das ist ein Satz, den ich gerade gesagt habe. Ne? Na, jetzt klappt er wieder nicht. Ist klar. Ich glaube einfach unterbrochen an. Ich meine, das war toll, das hier zu sehen, ja, dieses Kräftemessen zwischen den beiden. Aber wenn er das jetzt schon zum 10. Mal sehen muss, dann ist er ein bisschen nervig. Und der wollte gerade noch ein Ding einsetzen, ey. Den ganzen Cutscene zu überspringen, ich meine, das ist ja cool, aber boah. Wenn er das jetzt zum 10. Mal schon siehst, ne? Aua. Ja, lass mich kurz heilen. Wurde ich da nicht getroffen? Ich kann auch werfen. Oh. Oh. Ja, ich hätte gedacht, vielleicht funktioniert das. Ich wusste es. Ah. Ich kann aber schwören, ich habe Ausweichen gedrückt. Ich habe ein zweites Ausweichen gedrückt, aber hat natürlich wieder nicht geklappt. Oh mein Gott, das nervt mich. Tu den Kampf abbrechen, bevor der überhaupt schon beginnt. Ne? Ey, wenn er mich beim ersten Mal, weil ich kann mich beim zweiten Mal nie retten. Machen wir die gleichen Fehler, ja. Hier will ich mal wissen, was passiert, wenn man da, wenn man das vermasselt, wenn man stirbt, ne? Spoiler. Ja, weggeschubst. Ja. Hab ich geschubst, jetzt werde ich herangezogen, ne? Ja. Ich bin tot. Ja. Lange kann man bestimmt überleben auf niedrigen Schwierigkeitsgraden, ne? Wenn er schon so stark ist, wie stark ist denn dann der finale Boss hier in dem Spiel? Hör auf, diesen Angriff zu machen, ey. Ist voll nervig, ey. Nee, ich schaffe es nie beim zweiten Mal zu blocken. Soll vielleicht gar nicht versuchen, irgendwie zu parieren, sondern einfach nur zu blocken. Und er scheint ja nicht meine Blockanzeige hier zu durchbrechen mit einem Schlag. Überraschenderweise. Okay, ich bin sehr. Okay. Irgendwie der erste Schlag tut mich. Ja, überraschenderweise. Wie der mich noch verfolgt mit dem Angriff. Ich werde geschubst. Ah, jetzt wird er mich wegschubsen. Ne? Ja, schiebt. Jetzt zieht er mich heran. Nein, noch nicht. Jetzt. Jetzt mir sagen, in so ein Kräftemessen zwischen den beiden zieht er den kürzeren, aber wenn sinnlos. Er schafft es trotzdem, mich mit einem Schlag zu erledigen. Das wollte ich nicht machen. Noch mehr ein Stück. Genau, Vader, du bist mein Stück. Ah!
Okay, ich glaube, wir kämpfen ein bisschen aggressiver. Scheint es ein bisschen zu bringen. Ja, so viel dazu. Die Musik so epischer werden, also oh Gott, ich weiß gar nicht, wann ich den hier angreifen soll. Ey. Ja, jetzt macht er mit seiner Combo. Ich bin weg. Ich weiß nicht, wann ich den angreifen soll. Ich finde ja kein Fenster, den anzugreifen. Der einzige, was ich machen kann, ist den während seiner Combo anzugreifen, das Lichtschwert auf den zu werfen. Ja, muss er erst mal schaffen. Ey. Ich muss ja noch gleichzeitig von dem wegrennen. Der zweite Angriff, ich habe es glaubt oder nicht. Ich tue beim zweiten Angriff immer schon Blocken drücken, aber das funktioniert nicht. Ah, der alte Spinneroonie, da fehlt er. Oh Gott. Also auch schwachsinnig, ne? Ich mache jetzt diese. Lass mich doch direkt in die nächste Phase rübergehen. Ja. Ah. Wer ist mit dir ein super Skill? Ja, dieses Schild, der war ja mal der Angriff, wäre mal nützlich. Soll sie nicht abvisieren? Warum sollte ich jemals Darth Vader abvisieren? Warum wird dann nicht schwer? Na. Na komm. Na jetzt komm. Ich hab genug hiervon. Kampf macht zwar Bock, aber mein Gott, die ganze Zeit mit einem Schlag zu sterben ist ein bisschen frustrierend. Ah, ich bin tot. Mein Gott. Und dann wird das Ding einfach gegen die Birne. Ah, ich muss pinkeln gehen. So, Blase ist her. Weiter geht's. Jetzt können wir weiter von Darth Vader aufs Maul bekommen. Okay, jetzt komm. Ich werde in diesem Part hier noch schaffen. Ja, ich bin tot. Hey. Ja. Oh. Oh mein Gott. Alter. Ich weiß nicht, ob der manchmal einmal oder zweimal angreift, ne? Ja. Komm. So, wenn er zusticht, dann macht er zwei Angriffe. Habe ich langsam gemerkt. Ja, jetzt gebe ich dir noch einen Schlag, ne? Danach. Dann geht's in die nächste Phase. Wenn so direkt hier in die nächste Phase. Ja. Hat er mich auch noch getroffen? Ich glaube nicht, ne? Ne. Ich wollte gerade angreifen. Ich stehe doch direkt hier. Ja, komm schon, Mann. Oh, das ist so frustrierend. Wenn er so viele One-Shots hat, ey. Oh, ey. Auf jeden Großmeister, Mann. Den ganzen Weg jetzt wieder zu diesem. Boah, ist doch jetzt gut, Mann. Oh. Das ist doch sowas von Kacke, ey.
Ich bin echt mal eine Sekunde in den Kampf drin, aber der macht diesen Kack schon, ey. Boah. Ja, kann ich nicht wenigstens mit einer P oder so wieder leben? Ich direkt dadurch zu töten, ist voll unfair. Nein. Nein, hörst du jetzt auf damit? Gibt's da jetzt nicht da. Machen wir den hier wieder. Ja, langsam weiß ich, wie es abläuft, ne? Ey, was machst du jetzt extra oder was? So, komm. Schnauze voll vor dem Kampf, ey. Ob ich die alle abgeblockt habe, ne? Ich lerne dazu. Das sind mal zwei Kombos, ne? Zwei Kombos, dann machen wir den hier. Dann greife ich den nochmal an. So, die dritte Phase ist die, in die der immer durchdreht. Da habe ich keinen Plan, was ich machen soll. Na, das hat mit einem Lichtschwert oder irgendwie so, keine Ahnung. Mach irgendwas. Nein, nicht das. Er ist der einzige, wo ich den treffen kann, aber ich sag, ah. Ah. Also gut, hier, du schaffst den Kräftemessen zu besiegen. Mehr oder weniger. Ja. Zu langsam. Sinnlos. Ich weiß nicht, wann ich den angreifen soll. Selbst einfach zu langsam. Ja, da hätte ich ihn angreifen können, aber. Denn nichts an Schaden. Was soll ich denn angreifen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wann ich ihn angreifen soll. Oh. Reg mich gerade so auf. Diese Phase an einer. Macht er zwei Angriffe, boom, boom, boom. Jetzt greife ich einen anderen Block der. Ich wünschte, diese Sache könnte ich hier überspringen. Geht mir langsam auf den Nerven. Na, jetzt müsste ich ja noch einen Angriff geben. Boom. Nächste Phase. Ich bin gerade so, so frustriert, ey. Oh mein Gott, ey. Gibt's da jetzt einfach nicht, Mann. Hörst du auch mit dem Angriff, ey? Na, könnte ich schon wieder nicht.
Hab ich vergessen. Ich hab schon so viel Schaden genommen, ne? Ich habe schon zwei Heilungen hier weg. Hab ich vergessen. Ja, hier kann ich ja noch kontern, aber in der dritten Phase ist unmöglich. Okay, sag mal, kannst du das ja alles? Ja. Warum bin ich eigentlich mal gegen die Wand? Was soll das eigentlich? Ja, wie viel Arbeiten schafft das nicht? Ja. Ich bin tot. Ich bin nicht schnell genug. Ich habe keine Heilung. Cool. Ich bin nicht schnell genug. Ich habe doch direkt, nachdem er seine Kombo gemacht hat, angegriffen. Ich habe sofort danach angegriffen. Bringt gar nichts. Ich kann ihn nicht angreifen. Die einzige Möglichkeit, wie ich ihn angreifen kann, ist, indem ich seine Ausdauer reduziere. Aber da kriege ich doch nie im Leben hin. Krieg da nie hin. Ach komm. Boah. Ey, ich hasse es, wenn ich... Boah, ey, da kriegst du ja einen Anfall. Ja, ich muss das. Ich... Der macht das, wenn man auf den Zug kommt, ne? Ich gehe nochmal auf den direkt zu. Ich gehe direkt auf ihn zu, pass auf. Da, guck dir dann an! Dieser Pisser! Ich krieg grad zu viel! Komm her! Hörst du auf damit! Oh mein Gott! Ah. Oh. Wollte heute unbedingt aufnehmen, ey. Ja. Kann ich schon vergessen. Eine Heilung schon verballert, ne? Ne, da wird nichts. Ich wollte mich gerade heilen. Oh, noch ein. No, noch ein. Hey. Ich muss jetzt, glaube ich, echt den Schwierigkeitsgrad runterstellen, weil ich krieg den nicht down. Oh, ich habe doch schon die Dings da runtergestellt, die bringt irgendwas, das hier zu machen. Ne. Warum kann man das machen, wenn er sowieso nicht lang genug am Boden bleibt, damit man ihn angreifen kann? Ich verstehe nicht. So eine Machtfähigkeit, so, oh, guck mal, du kannst nach Wälder damit irgendwie betäuben. Ja, bringt gar nichts. Jetzt brauche ich wieder nur einen Schlag. Dann kannst du diese Kombo. Und du. Okay.
Warum tust du ihn immer ab, wie sie ja, ne? Warum sollst du deine Augen jemals von Darth Vader lassen? Aber neuer Stück. Lass mich heilen. Okay, wie bin ich da ausgewichen? Ah. Nein, nicht dadurch, bitte. Ah. Zeit wieder zu sterben. Oh mein Gott. Warum hast du ihn schon wieder abgesehen? Ich krieg die Krise gerade. Das ist der einzige Moment, wo ich ihn angreifen kann, wenn er so auf mich zukommt. Teil ist noch nicht mal schnell genug. Jetzt war er wieder. Mit seiner Kombi. Das einzige Mal, wo ich dich angreifen kann, aber da habe ich dich auch getroffen, sehr gut. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ich weiß es nicht, ich habe so viel Angst gerade. Ja, mach mal so. Ich tue deine Ausdauer kaputt machen. Nein! Oh, jetzt geht er mal endlich drauf. Komm her. Nein! Nein, nicht dadurch, bitte. Peaks. 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 Komm her. Nein, aber nicht. Ja. Ah. Das ist nicht persönlich, Vader, aber stirb. Oh, oh.
Okay. Wie geht's jetzt weiter? Und sind Sie sicher? Ja, ja. Sie sind sicher. Wir finden einen schönen Platz für Ihre Gräber. Die restlichen Anachoreten haben sich aufgeteilt. Das Imperium verfolgt sie. Könnte aber zurückkommen. Seer hat BD1 genug Zeit verschafft, um uns mit den Kontaktcodes des Pfads zu erreichen. Doch das ist alles, was von ihrem Archiv übrig ist. So, was du mir sagen willst, ist, die Archive sind jetzt unvollständig. Wir waren einer zweiten Chance schon so nahe. Was für ein schlechter Witz das doch ist. Sag mal, wie kann Boat ein Jedi und ein imperialer Spion sein? Er ist kein Jedi. Wie konnte er das schaffen? Er hat uns alle getäuscht. Ich hätte es dennoch spüren müssen. Schluss, es reicht! Kerl? Es reicht. Genug jetzt. Was Boat getan hat, ist nur seine Schuld. Es ist weder deine noch die von sonst jemandem. Es ist nur seine. Wir wissen, die Karten sind gezinkt. Aber wir entscheiden, wie gespielt wird. Schade, dass auf ihn kein Kopfgeld ausgesetzt ist. Wir hätten ihn mit einem Gildentracker aufspüren können. Der Peilsender. So hat Boat uns auf Cowboy erreicht. Ach, könnte er noch aktiv sein? Finden wir es raus. Mist, nichts. Verdammt! Kerl. Das Signal. Es ist schwach. BD verfolge es. Das Nova Garen System. Moment, warum sollte Boat einen Umweg fliegen? Weil er eine Tochter hat. Vielleicht. Hat er eine? Wir könnten ihn dort einholen. Aber sieht nach einer Falle. Ich meine, hat er eine? Ja, tut das. Also, was sagst du? Maskieren wir's? Haben wir denn eine andere Wahl? Wie viele Leute können noch sterben? Und Meister Cordova. Ich tarne unsere Ankunft. Okay. Ich habe eigentlich noch ein Kopfgeld hier, also. Ja, aber ich habe ja noch ein Kopfgeld, also können wir vielleicht noch ein bisschen hier bleiben. So ein bisschen vielleicht. Tragödie, ja. War ein sehr emotional gefüllter Part, ne? Ja, wir haben also Nova Garon. Ha. So wie Dagon Garon. Habe ich jetzt eigentlich links bekommen? Nö. Mit so einem Verrat. Zweifel. Trauer, Wut, Verzweiflung. Ja, war ein sehr emotionaler gefüllter Part, ne? Der Kampf war richtig heftig und frustrierend. Und ja, die Szene danach auch natürlich. Ah ja, keine Ahnung, wenn Darth Vader im Raum ist, dann... Oh, haben wir noch Informationen über... Ja, hier. 15 über sie. Nachdem ihr Name erwähnt wurde anscheinend. So, Darth Vader, ja. Naja, wie gesagt, wenn Darth Vader mit einem im selben Raum ist, dann sind sehr wenige Überlebenschancen noch übrig, ne? Und ich wusste es, hier kommt jetzt hier so eine Truhe, ne? Und sagen, ich kann jetzt bestimmt die letzten Patronen noch erreichen, ne? Oder Schätze oder was auch immer. Und dann mal hier. Lass mich raten. Ja, aber ich gerade sagen, hier das Lichtschwert, ne? Wer ist mir da so aufgefallen gerade so? Oh, die hat ein richtig schickes Lichtschwert, ne? So, hier ist jetzt auch offen anscheinend, ne? Hier das Archiv, aber das hat jetzt nichts mehr. Na gut, dann wollen die Kopfgeld, ja, machen wir beim nächsten Mal dann, ne? Würde ich sagen. Erstmal, ich habe genug für heute. Kann ich jetzt hier hoch? Ja. Okay, cool. Also nicht cool. Ein paar schlimme Dinge sind passiert, ne?
Cordova ist weg, Sia ist weg. Das bedeutet, Cal ist jetzt neben Boat der einzige Jedi, der noch übrig ist, ne? Was? Das ist ja immer so die Sache, die noch gemacht werden muss, ne? Vor Episode, vor so Sachen wie vor Episode 4, ne? Die Leute, die müssen natürlich alle sterben, ne? Damit Luke am Ende die letzte Hoffnung ist, ne? Deswegen müssen alle jedes immer am Ende tot sein. Das ist ja nicht die letzte Hoffnung, ne? Na, keine Ahnung, Ahsoka hat die auch zur Zeit, die hat auch zur Zeit von Luke schon noch überlebt, ne? Die tun sich ja einmal hier so ein bisschen umschreiben, ja, das mache ich jetzt nicht mehr. Ich komme Bock drauf. Wenn die irgendwie so Spin-offs machen wollen, die müssen natürlich halt immer so umändern, dass mir fehlt immer noch hier irgendwo ein Ort. Gibt's nicht. Ja, irgendwo ein Gebiet ist noch nicht zu 100% erkundet. Hier, das hier. Ne, hier, was? Das hier. Ja, okay. Aber irgendwo anders war auch noch ein Ort, den ich nicht vollständig erkundet habe. Ich weiß es nicht. Okay. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwie Boat stärker ist als Darth Vader. Das ganz ehrlich, ich meine sowieso nicht, ne? So Canon, laut der Canon und so ist natürlich ist Boat nicht stärker als Darth Vader, aber ich meine in diesem Spiel, ne? Abkürzung freischalten. Muss ich alle hier neu freischalten? Ah, Mann. Jetzt noch mal neu hier freischalten, ne? Nee. Da sind respawn, das taucht so Darth Vader auf, so hey, ich bin jetzt auch hier. Oh, schön. Oh, schön. In seinem Garten sein, ich bin mir ziemlich sicher, da waren eine Menge, warte mal, wollte ich da hin, so eine Menge Anspielungen, ne? Ich habe so ein paar Anspielungen gesehen, der hat irgendwie die gleichen Bewegungen gemacht wie in Rogue One, dass er den ganzen Schuss hier abgewehrt hat, ne? In einer seiner Kombos. Dann als hier und der sich so gegenüberstanden, so mit den Lichtschwertern so beinahe am Knutschen. So mit Obi-Wan damals. Die haben auch irgendwie so nah aneinander gestanden. Immer davon alles so Anspielungen, ne? So. Entschuldige, was? Ich dachte, er ist offen. Ja. Warum bist du nicht offen? Ich wäre so ungewohnt, als Kerl zu spielen. Warum bist du nicht offen? Dann habe ich übersehen. Ist hier irgendwo ein Ball nicht an der richtigen Stelle? Das ist der einzige Weg hier, oder? Kollege, sag mir, dass das hier grün ist, wenn ich hier nicht durch kann. Wo ist denn hier was? Dann sag mir, dass das grün ist, Kollege. Wo ist denn hier noch irgendwas nicht? Die beiden Bällchen hier unten sein. Ja. Nur, warte mal hier. So, Schrottplatz. Wie die seltensten Dinger hier. Also nicht. So, Jedi 100%, cool. War ja nicht nur ein Gebiet, wo ich nicht. Ja, das hier war nicht zu 100% erkundet. Ich nehme an, ich habe da jetzt zu 100%, ne? Ich meine,
Irgendwo habe ich ja nicht 100% gehabt. Egal, ich sehe da 100%, das reicht mir. Gut. Dann würde ich sagen, für mich reicht das heute, ne? Genug Stress für heute gehabt in diesem Part. In der nächsten Folge geht es dann weiter mit so einer kleinen Kopfgeldjagd, ne? Was ich auch eigentlich machen wollte, aber dann... Ich habe jetzt nicht gedacht, dass ich irgendwie, wenn ich hier irgendwie den Dingenzieher da abgebe, dass dann schon direkt wieder die Party abgeht, storymäßig. Aber ja, ist dann doch ein bisschen mehr passiert. Ich suche mir jetzt einen Meditationspunkt hier irgendwo, ne? Und in der nächsten Folge treffe ich euch dann wahrscheinlich hier vor dem... Vor dem Kopfgeldtypen hier, ne? Gut, ist halt ein Plan. Gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge. Ich spiele zu viel Genshin Impact. Ich habe gerade L1 gedrückt. Und dann tut sich dieses Ringmenü öffnen. Ne? Und dann habe ich L2 gedrückt, um ein bisschen so ranzoomen. Ich wollte so an Keller ranzoomen, ne? Weil so zoomt man bei den Charakteren den Genshin Impact ran. Ne? Oh, hier ist ein Meditationspunkt. Und ja, da wollte ich jetzt mal an und irgendwie dann aus Versehen vorwärts stylisches gemacht. Gut. Jedenfalls, Like, Abo, Kommentare. Ciao. Bis zum nächsten Part.